Die Vorfreude ist die schönste Freude und dies ist berechtigt, wenn man sich die Winterlandschaft am Lachtal ansieht. Um den Skigästen ein noch attraktiveres Angebot zu bieten, hat man in den Sommermonaten keine Pause eingelegt, sondern unermüdlich an der Qualitätsoffensive 2010 gearbeitet. Es ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen, da fürs Lachtal herum, für das Skigebiet, dass wir eine zweite moderne Sesselbahn haben. Und man sieht eh, der Winter ist auch schon gekommen. Die Skifahrer und Snowboarder werden sich freuen auf die Bahn da rauf. Wir haben ein wahnsinns Pistenangebot, wir haben eine neue Piste gebaut da oben, den Almrausch. Und auf geht's hinten oben auch in die Dietrichalm, ins Himmelreich, wie wir so schön sagen. Und ja, mir fehlen fast ein bisschen die Worte. Es ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen. Ebenso in neuem Glanz erstrahlt der Zinken-Schlepplift. Das Skigebiet Lachtal verfügt ab der Wintersaison 2010-2011 über zwei moderne Sechser-Sesselbahnen und somit 40 Kilometern attraktive Skipisten. Das 150 Hektar große und sonnige Skiareal wird in dieser Saison wieder viele Gäste anlocken und glücklich machen. Doch wann geht es eigentlich mit dem Skibetrieb am Lachtal los? Die Schneemaschinen sind natürlich auch schon massiv in Einsatz, sodass wir wirklich hoffen können, dass wir bald einmal zum Skifahren anfangen. Wir wollen ja im November, wenn es geht, an die Wochenenden, Samstag, Sonntag immer schon fahren. Und der große offizielle Start ist dann Anfang Dezember, 3. Dezember. Und da fahren wir dann durch bis Ostern. Dem Skivergnügen steht nichts mehr im Wege. Die Lachtal-Skigäste werden sich auch in Zukunft über das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis freuen. Denn die Preise wurden trotz Qualitätsoffensive nur moderat angepasst. Lachtal, der sanfte Schneeriese. Nähere Infos gibt es auch auf der Info-Homepage www.lachtal.at.